Herzlich willkommen zurück, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, wildert weiter. Heute fangen wir genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar hier, da unten. Und in der letzten Folge haben wir ja so einen Drachen gelegt, der war sehr nervig, und jetzt gehen wir genau an dieser Stelle weiter. Da sind die Seen, stimmt das? Da wird sicherlich gleich kommen und das regeln. So, genau, in der letzten Folge haben wir diesen Drachen platt gemacht und sind dann jetzt hier diesen Weg weiter hochgelaufen. Hier ist jetzt eine Gnade, wir haben 200.000 Mark und ich habe einen Topf auf dem Kopf. Ich weiß nicht genau, was jetzt kommt. Ich glaube, es müsste dieser Typ sein, der uns jetzt schon mehrfach angekündigt wurde, dessen Namen ich vergessen habe, Bale oder irgendwie sowas. Ich glaube, erstmal sollten wir unser Blitz-Outfit wieder auswechseln. Und wir gehen mal zurück zu unserem. Was hatten wir denn? Wir hatten diese Maske. Gehen wir wieder auf den Blutbild. Das ist diese hier. Das bringt alles natürlich nur was, wenn wir das auch anständig nutzen. Ich glaube, wir hatten. Hatten wir Radahns Rüstung an? Ja, ne? Nein, wir waren bei Radar. So, dann würden wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt einfach mal wieder, gehen schon mal wieder auf diesen Blutbild. Und statt des Blitz-Johnnies nehmen wir das ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant tatsächlich, diese hier. Aber welche war das? Das Ding ist natürlich auch immer sehr geil. Das ist jetzt unser klassischer Blutbild. Da benötigen wir natürlich dann auch dementsprechend diese Waffen. So, jetzt sind wir wieder so wie immer. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich weiß nicht mal genau, wo ich lang muss. Hier wahrscheinlich. Ah ne, ich habe so viel Geld. Schau, ich glaube, ich verliere richtig viel Geld jetzt. Ich glaube 353.000 Mark. Ich habe eben beim Drachen schon so viel verloren. Das tut auch immer ein bisschen weh, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier 150.000 Seelenchecks. Nein. Ja, dann sind die halt weg. Oder was? Nee, ich habe eine bessere Idee. Wir fahren noch mal kurz nach Hause hier und kaufen von dem Geld einfach diese Schmiedesteine. Weil ich habe keine Lust, jetzt, wenn dein Bossfight ist, wieder jedes Mal erstmal die Seelen holen zu müssen. Das hasse ich, wie die Pest. Und 200.000 sind mir aber jetzt auch zu viel, um die einfach wegzuschmeißen. Deswegen. Ach, ich bin ja völlig falsch. Wo ich mir die Frage stelle, ob wir eventuell diese eine Waffe, die wir neu hatten, nochmal direkt aufwerten, wenn wir schon mal hier sind. So, kurz, war das hier? Ja. So, da sind die Knarztanten. Hallo! Okay, also, wir wollten. Was kaufen wir denn? Im Inventar 9 kaufen wir von allem mal ein bisschen was. Im Inventar 24, 29, 9, 37, 14. So, 3. Boah, die sind da richtig teuer. 11, 0. Warum sind die so teuer? Guck mal, können wir uns gar nicht mehr alles leisten. So, Geld. Schon ist das Geld weg. Schwuppsiwupps, die Kohle ist hinüber. Aber wir haben sie gut investiert. Jetzt haben wir wieder von allem irgendwas. Und ich habe ja noch so eine andere Waffe jetzt hier bekommen, kürzlich. Und zwar
Von dieser Tänzerin. Ist das noch hier mit zu finden? Na, hier, da, das Ding. Die tanzende Klinge Ranas. Die finde ich irgendwie ganz süß. Wir können die einfach mal auf 24 bringen. Aber jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr. Lol. Muss ich wieder doch was essen. Aber ich würde die gerne mal ausprobieren. Wie brauchen wir denn? Wie viel Kohle? Die wahrscheinlich beide, ne? Waffe verstärken. So, diese hier, die ist das. So. So, jetzt habe ich 4 von den uralten Drachendunkel-Schmiedsteinen. Ja. Was macht die denn so tolles? Kann man da eine Asche raufpacken eigentlich auf das Ding? Falks. Die haben wir auch auf. Wir haben einige Sachen auf plus 9. Bei legendären nicht. Wann sehe ich, ob das eine legendäre ist? So viel, so schrecklich viel Schaden macht die gar nicht. Ich glaube, ich probiere die erstmal richtig aus. Ach so, plus 10 Waffen sind. Ja, okay, alles klar. Ja, gut, wenn ich da nicht mal eine Asche rauf machen kann, egal. Jetzt haben wir das. Wieso habe ich denn noch so viel Geld? Noch irgendeine andere Waffe, die ich eventuell nochmal. Ah ja, diese Zwillingsklingen, die habe ich auch nie so richtig gespielt. Die sind aber auch ganz nice. Relanas Zwillingsklingen. Dann das hier, genau, das hatten wir. Aber das, da brauchen wir. Weisheit 14. Haben wir sogar. Die, das ist die mit dem ewigen Schlaf. Das Falks klang eigentlich auch ganz nett. Eben sehr viele Leute Waffen so auf plus 9. Die, das ist auch ein Blutding. Dann hatten wir noch diese. Warte mal, welche waren das denn? Die Doppeläxte des Todesritters. Diese hier waren das, glaube ich. Die, waren das die mit dem Blitz? Ja, Blitzbolzen. Doppelaxt. Das ist eine schöne Blitzwaffe. Hm. Komm, wir werten nochmal irgendwas auf. Ihr könnt euch eine aussuchen. Welche wollen wir auf plus, welche wollen wir auf plus 10 bringen? Also, wir haben. Es ist auch dunkel. So, also wir haben noch Relanas Zwillingsklingen. Jetzt die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert, so wirklich. Aber die sind nice, weil man da so endlos kämpfen kann, also endlos schwingen kann. Dann haben wir noch Melanias habe ich auch schon auf plus. Ne, auf plus 9. Bewahr sie lieber noch auf. Okay, das ist natürlich auch eine gute Message. Welche waren, das waren diese Blitzäxte, ne? Die machen noch Blitz, kommt die level ich einfach mal hoch von der Kohle. Können wir alles ausprobieren. Das ist ja nicht verschwendet. So, okay. Jetzt gehen wir los mit ganz großen Schritten. Und zwar zurück hier. So, let's go. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Kann ich mein Pferdchen rufen? Ja. Was ist das? Will ich nicht? Ich sehe mich nicht. Oh. Oh, warte. Okay. Lass mich in Ruhe.
wohl. Ich will jetzt nicht von ihnen angegriffen werden. Alles klar. Kommen die mir hinterher? Nö. Also. Was habe ich hier für ein Handbuch? Fleisch der Drachenkommunion. Ach, das ist das, was ich da unten bekommen habe. Das ist eigentlich ein bisschen laut, ja, ne? So. Bale heißt er, genau. Fleisch der Drachenkommunion. Ja, ist doch gut, das können wir jetzt bauen. Das hilft uns vielleicht sogar in dem Kampf. So, wir kamen. Ey, was sind das? Der ist hinüber. Die ganzen geschundenen. Oh, was lag da? Scharfer Schotterstein. Diese ganzen Leiber der Drachen hier, das ist ja fast ein bisschen tragisch. Oh, hier geht's nach oben. Okay, bevor ich da nach oben gehe, gucken wir uns noch einmal hier um. Was hier noch ist. Warte mal. Sieht gar nicht so tief aus. Sieht jetzt gar nicht so tief aus, aber das ist, glaube ich, nichts. Wir gehen mal dahin, wo das Spiel uns haben will. Oh, da wächst was auf seinem Nacken. Der Schotterstein. Okay, okay, okay. Wo führt es uns hin? Ist das eine unwirtliche Gegend hier? Das ist einfach nur unfreundlich, die Welt hier. Also ich kann auch runter. Das ist wieder einer dieser Orte, wo man dann immer sagt, ich muss hier nochmal zurückkommen. Und dann mache ich das nicht. Sah mir schon danach auch aus, als wenn es da noch eine Ebene gab, gerade die man hätte bereisen können, aber wir werden sehen. So wie bei Mesmer damals, ja. Wir wachen schon wieder so Schätze. Diese gierigen Gesellen. Oh! Also es ist eine sehr lange Anreise. Wenn da jetzt gleich ein Boss wartet, gehe ich doch hoffentlich recht in der Annahme, dass da noch ein Bonfire ist. Fände ich sonst sehr... Oh, das geht ja nochmal hoch. Alter Schwede. Was ist denn? Keine Ahnung. Hui! Da ist noch eins, sehr schön. Oh, okay, das sieht mir aus. Alles klar. Das ist eindeutig eine Boss-Arena. Brauche ich überhaupt... Mana? In dem... Ich mache mal eine. Aber mit diesem Bild brauche ich eigentlich nicht wirklich Mana. So, die Frage ist, ja, ich habe die Quest natürlich nicht vergessen. Vergessen oder nicht vergessen?
Arigato, man weiß es nicht. Aber die Frage ist, wann kann ich den denn rufen? Wahrscheinlich müsste ich erstmal eine Cinematic angucken. Ich glaube, ich konnte diesen Finger aber nicht hier reinlegen. Ne? Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Die ganzen Knochen hier! Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist ja doch ein Drache. Ich dachte, irgendwie habe ich gedacht, der ist gar kein Drache, ehrlich gesagt. Aber wie kann ich denn jetzt meinen Freund rufen? Ich hätte eigentlich noch meinen Ausweicher gezündet. Wow, okay. Also falscher Bild auf jeden Fall. Ich muss mal wieder mein Drachenschwert rausholen. Hat er auch einen Blitzatem? Ey, das ist dumm. Ich will den jetzt ja gar nicht besiegen. Wo ist das Symbol von dem Typen? Also, jetzt ist natürlich eine dumme Idee, weil ich jetzt extra verliere. Da ist es. Okay. Verliere ich extra nur wegen dieser Quest? Oder wo ist er denn? Da, ja. Toll. Danke. Okay, jetzt sterbe ich aber extra nur, damit ich ihn... So, das hat mich ungefähr 18 Flasks gekostet. Jetzt labert er einfach nur rum. Mache ich keine Schaden mehr. Oh fuck. Was war das? Lava-Suppenboy. Okay. Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er in der Luft? Was ist denn das für eine Frechheit? Okay, warte mal, jetzt kannst du mal eine Sekunde, können wir uns darauf eingehen, dass du vielleicht eine Sekunde mal irgendwie... Oh geil, er hat so einen Drachen, Drachenkopf angerufen. Jetzt bin ich gleich tot. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was für einer ist, okay. Also, wir rüsten uns natürlich jetzt anders aus. Ist das Feuer? Ich glaube, das ist Feuer. Es sieht verdammt nach Feuer aus. Aber er hat auch Blitz. Also er hat Feuer und Blitz. Also, pass auf. Wir machen jetzt folgende Situation. Ich nehme natürlich das Drachentöterschwert. Nee. Das. So, dann lass uns mal gucken. Dann nehmen wir natürlich Blut raus. Und nehmen... Es ist ja schon Feuer. Das Feuerding. Das hat schon eine gute... Das, also hier mit dieses Fettmops-Ding ist schon besser als meine Radaranrüstung. Feuer 14,5. Die Dicke ist schon nicht schlecht. Und was macht die bei Blitz? 13. Also die Dicke ist wirklich einfach besser. Erstaunlich. Ja, ist die beste gegen Feuer.
Was haben wir mit Stumpis? Feuer. Auch deutlich besser. Immer noch bei mittlerer Last. Und die Füßis. Nehmen wir die. Immer noch bei mittlerer Last. Habe ich nicht auch solche Füße vielleicht? Feuerpaletten? Wie heißen die? So, okay. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir eigentlich noch das Zweihand-Ding nehmen. Körperlicher Schaden. Ich glaube, ich nehme statt dieses fantastischen Items das hier. Ach ja, und einen anderen Helm. Was haben wir denn da so Feines? Feuer. Oh, der ist ganz gut. Oh, der ist ja aber riesig. Da sehe ich ja gar nichts mehr. Jetzt habe ich den. Da sehe ich mich ja gar nicht mehr. Aber er ist der Beste. Kannst du nichts gegen sagen. Er ist der Beste. Und zwar deutlich. das kann ich doch nicht mehr ernst nehmen jetzt. Ich kann mich doch selber jetzt nicht mehr ernst nehmen. So, wir haben ja noch so. Was haben wir denn hier für Resistenzen noch? Ah. Sowas hier. Gut. Muss ich wieder rein und dann kann ich ihn erst drinnen beschwören. So, wir wollen. So, jetzt geht's erst richtig los. Warte. So, jetzt geht's hier los. Ich mag, dass er einfach die ganze Zeit redet. Ich mache überhaupt gar keinen Schaden. Warum? Können wir einfach mal bitte. Okay, das fängt ja gut an. Aber wieso mache ich hier keinen Schaden? Warten Sie. Was ist denn hier los? Okay, ein bisschen Schaden genug. Was macht der da eigentlich? Nimmt der teil an diesem Kampf? Oder redet der nur? Jetzt habe ich Schaden gemacht. Leider habe ich meine Flask nicht aufgefüllt. Oh, ey, au. Also meine Mana-Flask. Au. Das ist nicht gut. Au, das hat in der Tat sehr doll weh. Au, hör auf. Au. So, jetzt kommt jetzt mit im Spiel. Oh, das war dumm.
Au, 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 okay, okay. Ah, oh, ist wieder weggerumpelt. Wo ist denn der andere Johnny, der mir unbedingt helfen wollte? Okay, jetzt hat er wieder, okay, hat er wieder was Neues für sich entdeckt. Scheiße, jetzt bin ich tot. Ah, ja, ein Zipfel. Zipfel leben noch! Oh, ein weiterer Zipfel leben habe ich noch. Wo bist du da? Hi. Ich glaube, da war ich nicht dicht genug dran, oder? Okay, hat er irgendwo einen... Hat er einen... Da. Nein! Ah! Oh, das war ja das Dümmste. Ich war doch schon da. Also der Kampf war eigentlich schon gewonnen. Der Kampf war schon gewonnen und dann war er doch noch verloren. Mann, ich... Oh, da geht er down. Ich hätte nur noch in seinen... Und dann steht er wieder auf, weil ich nicht schnell genug um seinen Flügel kam. Egal. Dem kann man nicht entkommen. Ey, also können wir mal aus der Suppe raus, bitte? Boah, jetzt hängt ja ein Schwanz fest. Original. Okay, jetzt können wir uns... Ey! Dieser Strahl ist schwer zu verhindern. Boah, ey. Okay, da hat doch keinen Schaden gemacht. Dann reiche ich mir unter seinen Fuß weg. Nee, ey, hör mal auf jetzt.
stirb. Da ist er down. Bail the dread. You shall haunt me no longer. Oh, das freut mich richtig für ihn. Ich habe überhaupt gar keine Einschätzung ob seines Anteils an diesem Kampf. Ich kann euch nicht sagen, wie viel er dazu beigetragen hat. Ob er 90% oder 10%. Aber er war da. Und dabei ist alles. Aber wie geil war das denn, wie er seinen ganzen Zorn und so. You shall be no longer. Das war schon nice. Das hat mir gut gefallen. Er hat gut getankt, ne? Ja, das war auch mein Gefühl, dass natürlich der Drache seine Aufmerksamkeit auch auf ihn lenkt. Aber wie süß sind wir denn eigentlich? Guck doch mal. Und dadurch habe ich natürlich oftmals einfach von hinten oder so Damage machen können, ohne dass er sich da großartig beschwert hätte. Und der super dicker Karpfen, vielen lieben Dank, King of the Noobs, für den Support. So, wir können uns hier noch irgendwas snacken. The Celtric. Danke für den Support. Wendy Feuzig. Moin, was geht? Du bekommst 100 Euro, wenn du sagst, Grüße gehen raus an Leo. Nee, mach ich nicht. Nee, ja klar mach ich das. 100 Euro, hallo. Ich bin sowas von käuflich und ich habe auch einen extrem niedrigen Preis. Wo waren wir stehen geblieben? Okay. Jetzt. Wir sind hier. Irgendwer wollte sehen, wo wir sind. Hier sind wir. In der Mitte des Sturmes. In the middle of the storm. Pony können wir nicht holen. Ja, ziehen wir uns hier nochmal um. Vermutlich war das jetzt mal der letzte Drache, oder? Komm, ich zieh mich wieder um. Wir machen jetzt einen anderen Bild wieder und gehen mal wieder mit dem Holy durch die Gegend. Das war eigentlich nice. Das hier. Und dann nehmen wir das raus. Gehen auf das Schild. Den Rest können wir eigentlich so anlassen. Also die Klamotte, die ist zwar kacke hässlich, aber das ist ja schon eine bessere. Also dieser Dickmops-Anzug, da gibt es ja eigentlich nichts Besseres. Zumindest von der Gewichts. Also von der Ratio von Gewicht zu Schutz habe ich nicht viel Besseres als das Ding. So, was nehmen wir jetzt? Was ziehen wir jetzt an? Haben wir irgendeinen coolen. Ich habe ja normalerweise, wenn ich Blutbild spiele, immer diese Maske auf. Die Frage ist. Was wir stattdessen nehmen. Oh, das können wir auch mal ausprobieren. Sollen wir das, können wir das, wollen wir das mal austesten hier? Pass auf. Das war das, ne? Zack. Und haben wir von ihr überhaupt da? Okay. Und dann nehmen wir die. Ja, das ist doch nice. Aber dann brauchen wir natürlich eine andere. Was macht? Macht die Blut auch? Oder was macht die? Wo bist du?
Gar nichts? Die macht gar keinen Schaden, oder was? Also gar kein Passiv-Effekt. Sehr schade. Dann können wir das auch rausnehmen und stattdessen... jetzt sehe ich mal das hier. Oder das ist eigentlich noch besser. Weil das ein Ausdauerbild ist. Das passt doch so perfekt zu diesen Blüten, zu diesen roten Blüten. So, und die hat nämlich ein ziemlich cooles... das Ding hier. So nice, oder? So super. Okay, dann lass mal hier weiter durch die Gegend tänzeln und... Wo müssen wir denn? Da ist eine. Ist das der einzige Ausgang? Ja, ne? Was sind denn das für so Löcher da in der Wand? Sind das Drachen? Bruthöhlen oder sowas? Oder Tribünen oder was ist das? Oder ist das einfach von der Natur? Durch Zufall? Und wir erkennen nur Muster, weil wir Menschen sind und Menschen immer Muster erkennen. Das ist ein Regal, ja. So, ach so, warte, was machen wir jetzt eigentlich? Gucken wir hier nochmal ein bisschen rum. Ich hatte doch eigentlich gedacht, hier gab es noch so ein, zwei Stellen, wo man sich auch droppen lassen konnte. So. Bevor wir gleich woanders hingehen. Ist aber auch nichts. Hier hatte ich doch so ein bisschen geguckt und irgendwas. Ah, hier war es nicht. Ich dachte, vielleicht ist es auch Quatsch. Aber ich hatte das Gefühl, dass man da an der einen Stelle noch sich droppen lassen konnte. Kann aber auch Quatsch gewesen sein. Ist hier? Aber bevor wir auf Nimmerwiedersehen verschwinden, finde ich das doch... Wie geht das um auszugehen? Na, ich glaube, das sieht jetzt gar nicht so hoch aus. Wir können ja so einen Stein runterschmeißen, ne? Kann ich das vom Pferd aus machen? Ja. Da lauert nur der Tod. Nur der Tod. Jo, dann gehen wir nochmal zurück zum Anfang des Dungeons. Was ist denn das? Hallo? Ist das vielleicht, ist das vielleicht ein Kunstwerk? Ah ne, guck mal, der wird nachgeladen. Huch! Alter, da aus. Steinherz. Wir haben nochmal so eine Dingsbums bekommen. So Gemälde. War vielleicht hier irgendwas? Wo waren denn die Gemälde? Wo sind die denn? Nee. Da, warte. Nee. Nö. Mm-mm. So, was haben wir da gerade von dem anderen Heini bekommen?
Steinherz. Herz verzerrt, in einer ursprünglichen Form der Drachenkommunion verwendet wird, wenn man sich entkleidet, um sein menschliches Fleisch. Ach so. Ah. Verwandle ich mich in Drachen, ja? Wo war? Ich weiß nicht mehr genau, wo ich den getroffen hatte, ehrlich gesagt. Den. Wo war die ursprüngliche Begegnung mit dem Typen? War das hier? Den habe ich doch nach dem anderen Drachen, oder? Das war doch danach. War das hier und dann den Weg lang? Oh, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das war doch ganz am Anfang. Meine ich. Naja, wo die Drachen gekämpft haben. Das war doch aber zu Beginn. Das war doch noch bevor der andere Drache kam. Also ich glaube, den Weg kann ich mir wahrscheinlich sparen. Ich glaube, ich könnte direkt zum Bonfeuer zurückreisen. Ich wollte hier noch einmal auf den Rückweg gucken. Weil ich mir vorgenommen hatte, noch einmal zu checken, ob man sich da noch droppen lassen kann. Aber nope. Lass uns mal reisen. Also das müsste dann eigentlich... Ja, ich bin ja gleich da. Müsste doch diese sein. Ne, da ist Egon. Dann nehmen wir diese hier. Jetzt bin ich aber gespannt, was er jetzt zu sagen hat. Muss sie hier hoch sein dann? Also sein Geist hat ja gekämpft, aber sein Leib ist ja zerschunden und zerschmettert. Ich weiß nicht genau, wie er das jetzt angestellt hat. Mal gucken, ob der irgendeine Bemerkung zu meinem Outfit übrig hat. Oh nein, da sind seine sterblichen Überreste. Er ist tatsächlich tot. Oh nein. Hallo. Och, oh geil. Oh, die Klangperle. Jetzt habe ich mich gerade umgezogen und jetzt das, ne? Aber es ist reines Fashion Souls, ne? Die sind sehr leicht, die Sachen. Aber schon eher Fashion. Ja. Will bald, ey. Okay. So, dann lass uns mal kurz die Klangperle abgeben. Und dann haben wir noch einen anderen Boss übrigens. Nee, nicht die, sondern die war hier. So. Hallo. Was ist jetzt neu? Wird mir eigentlich angezeigt, was neu ist? Das wäre natürlich schön, wenn man jetzt wüsste, was neu ist. Egons Harpune. Das ist auf jeden Fall neu. Ist das alles?
Gibt es einen extra Munipunkt? Nee, was? Ah, warte mal, wenn ich auf Objekttyp mache, dann vielleicht sieht man dann. Nee. Wenn du die Omas ansprichst. Ach so. Was? Das ist ja nicht Igor. Bin ich zurück. Hallo? Igor hat nur die... Ach so, okay, der hat nur die Harpunen. Ja, gut. Schon gewundert. Können wir mal welche von denen kaufen? Das ist Spaß. 100... Oh, das sind ja nicht so viele. So, kaufen wir mal davon welche und dann... Wir hätten von diesen Dunkelschmiedesteinen haben wir nicht mehr so viele. So. Geld verbraten. Okay. Dann... Haben wir vielleicht hier schon alles erledigt? Hier sind die ja noch, ne? Wir haben jetzt noch verschiedene Sachen. Zum Beispiel können wir hier nochmal hin. Wobei das jetzt kein guter Ort ist, um da diesen... Obwohl? Nee, der haut mich um. Der Tanz... Ich würde gerne mal den Tanz ausprobieren. Ja, wir können noch mal zu der Drachenlady gehen. Die ist... nee, warte. Hier. Geil, der Drache wird sogar angezeigt. Das gefällt mir. Oh, da liegt ja wieder was. Dieser, warum ist sie denn jetzt weg? Hallo? Ich wollte noch ein Wort mit dir wechseln. Schade. Da ist sie tot. Da ist sie einfach tot. So, jetzt können wir irgendwas machen, ne? Krallenknochen zuzuschlagen. Weiß ich nicht, wollen wir das haben? Tyrannei ist cooler, macht viel mehr Area of Effect. Das hier? Besser? Skaliert alles mit Arcane, oder? Ja, ist beides mit Arcane. Akashi sagt, Tyrannei ist cooler. Oh ja, du hast Baylila verpasst. Skutula. Komm, machen wir es einfach mal. Und jetzt? Wie setze ich das jetzt ein? Ist das ein Zauber? Ich habe Arcane, ich habe genug Arcane. So, ist das hier bei Zauber? Gilt das als Zauber? Ja.
Ich habe hier die Sachen so verstellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das überhaupt einsetze. So. Braucht man dafür... Ich brauche ein Siegel zum Zaubern. Ah. Ah, okay. Hatte ich nicht eins bekommen? Oh. Das ist ja auch lustig. Aber das ist es nicht. Warte mal, wie sieht das aus? Ist das... Ach, das ist eine Waffe. Ich habe das Original noch nie gemacht. Okay. Habe ich sowas überhaupt? Ich habe noch nie so gespielt. Was ist das überhaupt Geiles? Blumendrachenblitz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas besitze. Bestienklaue. Herzen gehen nur ohne Rüstung. Ah, okay. Aber ich meine, ich habe nichts davon, oder? Ach, hier, guck mal, das doch sowas vielleicht. Ja, da brauche ich Glaube. Was ist denn mit dem hier? Das ist das Einzige, was ich nutzen kann. Das ist das einzige Segel, was ich hab. Würde das mit sowas funktionieren? Ist es dann egal, welches Siegel man hat? Ich will das machen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie kann ich nicht angreifen? Oh, ich will hier angreifen. Ich kann ja wirklich gar nicht angreifen. Na gut. Wir wollten eh woanders hin. Und ein bisschen Ärger verbreiten. Angst und Schrecken. Wo man einfach jemanden hauen kann. Das ist ja mal ein guter Ort. Wo wir einfach so ein paar Leute... Gehen wir einfach hier hin. Macht ja viel mehr Spaß mit Gegnern. So, hier, da sind noch ganz viele. Jetzt geht's, ne? Ich hab nie genutzt. Hallo, ihr erkennt mich vielleicht nicht wieder, aber ich bin es tatsächlich. Der wilde Wüterich. Warte. Das verschwende ich nicht an so einen Hund. Da will ich das hinballern. Hallo? Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Wie mache ich das jetzt? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich das einsetze. Mit L1 tatsächlich. Oh. Wow! Original wirklich noch nie benutzt. Aber das gefällt mir außerordentlich. Hahaha! Aber also teilweise auch erstaunlich wenig. Erstaunlich wenig Effekt! Ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Ich brauche ein besseres Siegel, ne? Das Siegel ist nichts wert. Das Siegel ist nichts wert.
Okay. Ey, Leute, wir haben noch einen Bosskampf im Petto, ne? Ich sag's nur. Müssen wir ein passendes Siegel verkaufen, ich verstehe schon. Wir haben noch einen Bosskampf im Petto. Und den könnten wir im Easy-Mode machen. Lol. Damit vielleicht. Ich weiß nicht, ob das ein Easy-Mode ist. So, ist der wahrscheinlich wieder das Beste, ne? Alles, was danach kommt, ist Quatsch. Jetzt laufe ich mit so einem Riesenkopf rum. War ich gar nicht meine Absicht, das dauerhaft zu tun. Wieder einfach... Na, körperlich nicht, okay. So. Wir gehen jetzt zu einem anderen Boss nochmal. Wir können das sogar anziehen. Ohne, dass wir Probleme kriegen. So, der Typ, gegen den wir jetzt kämpfen. Was hat er denn nochmal eigentlich gemacht? Der saß auch auf so einem Pony. Was nehmen wir denn dafür? Ich habe jetzt da keinen Blutungsschaden. Blutungsschaden ist auch mal geil, aber ich probiere es jetzt einmal mit Heiligenschaden. Und mal gucken. Mit gelegten Bossen lässt sich besser urlauben, da gehe ich voll mit. Mal so. Wir gucken uns den jetzt nochmal an. Wo war denn der noch? Der war... Hier. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie der aussah. Ich kenne ihn schon gar nicht mehr. Ah, nee. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch wollte. Wir nehmen... Das ist wahrscheinlich auch sehr geil. Aber... Wahrscheinlich ist das ziemlich geil. Aber ich will dieses Zweihand-Ding noch nehmen. Ja, das ist jetzt die Frage. Was ist besser, das oder das Zweihand-Ding? Oh nein, das wollte ich, das muss natürlich drin bleiben. Ich nehme jetzt einfach mal das Doppelhändige nochmal, weil ich der Doppelhändig auch spiele. Ich probiere es mal mit diesem Zauberstab hier. Ah ja, das war dieser Schweine-Eber. Im ersten konnte ich noch nie... Wieso habe ich keinen Schaden gemacht? Na doch, mal macht ein bisschen Schaden. Muss nur, jetzt sterbe ich. Okay, wollen wir mal, aber ich mache ein bisschen Schaden. Das dauert natürlich sehr lange. Aber ich hatte gehofft, dadurch, dass er eine okay Reichweite hat... Was war denn das? Blitz, ne? Was der gemacht hat. Oh, das ist Magic. Magic. Ey, wie ich einfach jedes Mal... Ah, okay, das war okay. Der ist halt einfach sehr, sehr schnell.
Okay, das war. Wir wollen mich nicht hauen. Wir wollen Freunde sein. Sieh dir die Freundschaft an. Und von einem Fürst zum anderen. Okay, da war ich zu früh. Juhui! Juhui! Oh, Alter, der Rüssel! Rüsselboy. Ja, also ich finde schon, dass diese Holy-Welle, die macht schon ganz gut Schaden, aber die Frage, also der braucht sehr lange, um aufzuladen. Tatsächlich. Und gute Nacht, Gesa. Aber pass auf. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Ich probiere es noch ein, zwei Mal so. Kommt da wieder angeschweint. Schweineboy. Ist egal, was ich mache, ne? Vielleicht ist die Waffe doch nicht die richtige. Aber sie macht gut Schaden. Ich probiere es nochmal. Ich werde am Anfang nie ausweichen können. Ich mache, glaube ich, auch keinen Schaden. Hier, das ist einfach... Guck mal, das ist einfach komplett egal. Guck mal, wie viel ich auch verloren habe. Ah, ich hab schon seinen Gesäß gesehen. Du hast... Kannst überhaupt nicht ausweichen. Autsch, ins Gesicht leider. Ja, das Heil ist hier Heilfalle ist. Das dauert immer genau so lang, dass man sich gerade nicht heilen kann. Wer spielt noch mit mir? Also wieder wirklich original viermal hintereinander diese Unfreundlichkeit casten darf. Aber ich brauche auch viel mehr von den... Ah, das verbraucht zu viel. Ich weiß nicht, ob das die richtige Waffe ist. Was kann der denn resistent sein? Anfällig sein. Vermutlich ist es speziell gegen Drachen einfach, oder? Oder geht die auch gegen andere Leute? Wir haben noch Eis. Eis finde ich auch nicht schlecht. Feuer. Blitz. Eis und Feuer geht auch immer klar. Eis und Blut, ne? Ich probiere es nochmal. Das ist, irgendwie ist das ganz cool. Aber... Ich habe auch zu wenig Mana. Aber damit kann man auch aus einer gewissen Reichweite raus. Mit allem anderen muss ich an ihn ran. Und er ist ja so mobil und schnell. Guck mal, das ist halt der Witz. Ich mache keinen Schaden. Das ist einfach eine Frechheit. Ich mache keinen Schaden. Jackson.
Einfach 18. Aber ich habe keine Dings mehr. Dankeschön. Das war's. Naja, man macht schon ganz okay Damage. Es geht natürlich auch mit Pony, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht so Bock auf einen Ponykampf. Aber der ist schon krass, der Typ. Aber das finde ich total lächerlich, dass er hier unverwundbar ist. Finde ich komplett lächerlich. Ja, Holy Buff ist eine ganz gute Idee. Was haben wir denn? Was mache ich hier? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Also. Für schöne Sachen noch. Wir wollen ja so eine Lalalala. Fokus, Robustheit, Immunität. Oh, wir können ja auch abschmeißen. Was Schönes, was ich haben will. Ja, ich kann ja keinen Waffenüberzug machen. Ich mache ja schon heiligen Schaden. Ja, ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Oh, egal. Eines Tages. Eines Tages kriegen wir ihn. Ich lasse mich da gar nicht von dem in irgendeiner Form einschüchtern. Auch dadurch nicht. Auch dadurch nicht. So, noch ein paar mehr, oder? Ja, ich glaube, das mit der Welle, ich meine, die macht schon gut Damage, aber ich muss halt auch mal zwischendurch mal schlagen, ne? Aber das dauert, ich kann den zu selten anbringen, diesen Zauber. Ich glaube, ich würde eher wieder umsteigen auf mein Blutbild.
Weil mir das zu lange dauert. Einfach. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Kombination. So, wir machen die. Und dann würde ich nochmal die Flaschen. So. Brauche ich überhaupt? Wie viel nehmen die denn überhaupt weg? Wie viel? Ja, komm, ey. Da reicht eine Flasche. Eine, denn überhaupt? So, wir probieren es nochmal so. Aber ich glaube, ich kann nicht mal mit diesem Ding dem hier ausweichen. Ich glaube, selbst das geht einfach nicht. Das ist komplett lächerlich. Der auch immer das lesen will. Das ist einfach... Ich komme nicht an dieser Attacke vorbei. Das ist einfach so scheiße. Okay, das habe ich vergessen, dass der sowas macht. Ja, und direkt weiter, alles klar. Kann ich mal kurz Pause machen oder so? Wieso macht der meinen Ausweich nicht mehr? Ah, da war ich aber auch beleidigt. Das geht schon auch okay. Werde ich niemals gut finden. Das hier. Niemals werde ich das gut finden. Wenn man, also es da war ich sehr geierhaft. Da wollte ich ihm einfach kurz mal einen geben. Komm, wir machen nochmal. Wir gehen nochmal rein, oder? Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein. Man kann auch natürlich mit dem Schild arbeiten. Ich glaube, da müsste ich aber eher so ein paar Punkte noch in Strength investieren. So, du Arschgesicht. Ja, natürlich ist es einfach völlig scheißegal, was man macht.
ist ja so schlecht. Aber wie blöd ist der eigentlich, dass der da 28 Gravitationskugeln und Totenköpfe nacheinander schleudert? Ich bin empört. Vielleicht sollte ich da mal das Pony dann nehmen. Oh, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. In dem Moment, wo er diesen Scheiß macht, nehme ich das Pony. Es ist einfach egal, wie ich es drehe und wende. Okay, da ist komplett nicht mehr reingekommen. Okay, das war's. Da habe ich komplett verkackt gerade. Der war zu gierig, der hätte mich lieber heilen sollen. Aber das ist schon okay. Pass auf. Die erste Phase ist eigentlich okay. Bis auf diese, wenn die auf einen zulaufen und man wirklich original gar nichts machen kann. Aber ansonsten ist die erste Phase eigentlich okay. Zweite Phase, wenn er diese komischen Zauber macht und so, weiß ich noch nicht. Aber das ist das, was mich ja am meisten nervt. Dass der einfach auf mich zu galoppieren kann, das ist fuck egal, was ich mache. Ob ich. Ja, es ist einfach scheißegal. Es sieht einfach niemanden. Leider. War vermeidbar. Ja. Fuck. Komplett vermeidbar gewesen. Den habe ich ausge... Okay. Ja, ja, kann ich mir weg. Was kostet denn so ein Schild an? Ich glaube, Parry ist hier. Vielleicht kann man ihn sogar parryen, ich weiß es nicht.
Mal gucken, was jetzt passiert. Standhaft! Lol. Warum? Warum? Na, da mach ich immer von Tabby, da bist du drauf. Ja, yo, 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 yo. Okay, sehr unangenehme Bewegung. Das ist so Quatsch, dass der mich da erwischt. Auch da einfach tausendfache Hitbox-Attacke. Jetzt bin ich Ja. Ja. Warum treffe ich nicht? Fuck you. Fuck you, alter Eber. Oh! Hab ich gesagt, ich hab noch einen Schlag frei, bis er das macht. Na gut, komm, einmal machen wir noch. Einmal gehen wir da noch rein. Achso, das Schild hätte ich auch genauso gut weglassen können. Fuck you einfach, es ist einfach so lächerlich. Ah, zu früh, leider, zu früh. Rot, tot, 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 tot. Ah, er geht noch. Ja, aber nicht mehr lang. Okay, das machen wir lieber nochmal neu. Der Run ist schon über. Timing ist komplett off. Ja, Timing ist komplett off. Okay, das war so ein Ding, wo ich exakt diese... Das ist manchmal wie eine Melodie, wenn man so eine Note hinter der Melodie klebt. Und kommt dann nicht mehr auf die eigentliche Gedachte. Ihr wisst, was ich meine, oder? Melodie.
So, okay, come on. Das wird natürlich wieder einfach nicht funktionieren. Und das ist einfach so schlecht. Ja, war ich zu gierig? Oh nein! Da ich zu. Klebt an ihm dran. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Blut das Beste ist, aber. Erstmal muss ich meine Hausaufgaben machen. Kann das nicht immer auf die. Das ist einfach komplett lächerlich. Oh, das hat geklappt. Das war dumm. Oh. Da kam ich nicht mehr in die Rolle rein. Lalalala! Angetäuscht und da! Ja, gar keine Chance. Ich könnte aufs Pferd steigen. Keine Ausdauer mehr. Mann, ich kam trotzdem nicht weg. Ah, ah, fuck. Ey, das ist ja so scheiße. Mann, wie ich trotzdem nicht dran vorbeikomme.
Das habe ich aber auch echt weggeschmissen. Da war meine Konzentration ein bisschen am Ende. Aufgrund des langen Streams. Aber... was hältst du davon, wenn wir mal den Spieß mal umdrehen, du arschgesichtiges Eberschwein? Da hilft einem überhaupt nichts. Mein Pferd. Ey, das mit dem Pferd ist gar nicht. Ist gar nicht so schlecht. Noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee. Es ist eine ganz neue Idee. Sie ist neu. Es ist eine der neuesten Ideen Deutschlands. Es ist Deutschlands neueste Idee. Dieses Eisding. Könnten wir mal das Eisding machen? Icy Ice. Aber gerade, ich weiß, wisst ihr was? Dieser blutige Schnitt ist einfach das Geilste. Gegen den, glaube ich. Das ist schon ganz geil. Und, das ist ja mein alter Ursprungsbild. Warum nicht eigentlich mal wieder den? Siehste? Weil ich glaube, das andere Ding ist super. Ja, das stimmt, ich hatte ihn fast zweimal, da habt ihr natürlich auch recht. Ja, ist klar, natürlich. Okay. Das war blöd, aber... Gaius ist strong. Slash. Der andere Bild, wir hatten ihn ja auch fast. Das war jetzt einfach gerade davor, was heißt fast, aber wir hatten ihn auf ein Drittel oder so. Das war schon nicht schlecht. Aber weshalb ich jetzt diesen Bild hier mir mal angucke, ist, weil der... Also diese blutigen Ströme da, das ist geiler auf Distanz. Lame und albern. Lala. Jop. Wir könnten auch ein Schwert wieder Eis machen, das ist gar kein... Dummer Gedanke, den hatte ich auch schon. Aber ich habe jetzt nicht so Bock, immer zu wechseln zwischen den Waffen. So, was machst du jetzt? Ja, das ist so lame. Lame, du bist ein lame Boy.
leider Timing auf, leider. Ja, und das einmal aus dem Timing raus. Du meinst der... Ja, ich finde ehrlich gesagt... Ja, ist natürlich auch nicht so schlecht. Ist auch nicht so schlecht. Komm, wir machen es noch einmal damit. Da macht er natürlich zwei, ist auch nicht schlecht. So, ich glaube, ich habe einmal das mal geschafft, dass ich an dem vorbeigerollt bin, wenn er diese Scheiße hier macht. Du siehst mich nicht. Okay, nee, jetzt habe ich sogar so viel verloren. Ich habe gar keine Reichweite mit dem Schwert. Ja, das ist albern. Aber ich treffe nicht, ne? Das ist ein Achtel. Ja, dann ist es zu spät. Reichweite das Ding. Blutige Ströme hat eine bessere Reichweite, bilde ich mir ein. Mann, jetzt bin ich trotzdem nicht weggekommen. Ach komm, hör auf, das ist einfach die Albernheit hoch 3. Wow! Tschüss, du Getier! So! Boah, ey! Eieieiei. So konnten wir auch heute jetzt nicht aufhören, oder? Ah! Oh, dieser Eber, endlich ist er weg.
Oh, herrlich. Ja, okay. Das hat mir gut gefallen. Boah, ey. Okay. Was ein fieser Möb. Der ist echt frech, muss ich sagen. Aber es gefällt mir gut, dass wir den heute Abend noch gemacht haben. Das ist eine 2-Boss-Folge, hä? Aber wo will ich es eigentlich hinreiten? Ich bin noch gerade völlig. Aber hier ist doch irgendeine Tür. Ach, so, erstmal hier. Genau. Ah. Nehmen wir trotzdem das. So, hier ist doch irgendwo ein Loch in der Wand. Da. Eieieiei. So, das gucken wir uns jetzt noch an, oder? Da ist auch noch eine verbrannte Hütte oder irgendwas. Oh, was ist das? Nee, warte, das machen wir alles. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier in diesem riesigen Arc de Triomphe ist. Eine große Schüssel. Oh! 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 Oho, oh, oh, oh. Alter. Das ist ja ein komplettes Level Up. Das ist ja super geil. Sehr nice. Das hätten wir natürlich auch vorher gut gebrauchen können, vor dem Kampf. Aber so ist auch in Ordnung. Will mich nicht beschweren. Geil. Sehr schön. Bin ich zufrieden mit. Hinterher, wenn man so einen Boss besiegt hat, dann denkt man immer so, dann ja, ey, so schwer war der doch gar nicht und bla bla bla. Und währenddessen dreht man durch. Aber es ist halt echt so, wenn man die Bosse lernt und deren und auch einfach konzentriert bleibt und nicht durchdreht und nicht gierig wird, dann geht das auch. Das Schlimmste ist einfach, oder die größte Herausforderung ist wirklich konzentriert zu bleiben, sich nicht frustrieren zu lassen und die Bewegungsabläufe zu lernen und dementsprechend darauf zu reagieren. Das war's schon, ne? Aber dennoch, der Typ war echt something else. Es kommen noch Gelegenheiten, Schaden zu erleiden, ja. Ja, das glaube ich auch. Das befürchte ich. So, also, da hinten haben wir jetzt ja eine schöne Begegnung mit einem Schattenwolf. Aber die ist ja, also ich konnte sie gerade anwählen, sie ist auf jeden Fall feindlich gesinnt. Das heißt, ich könnte jetzt da nochmal hinreiten. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt mit den Köstlichkeiten im Gepäck. Einmal kurz noch zum Baum zurückzureiten und das nächste Mal dann hier wieder durch diesen Burg, durch diesen Torbogen durch und dann zu dieser Weißwolffrau. Aber weil ich das nächste Mal vermutlich vergessen werde, das hier zu machen, mache ich das natürlich jetzt erstmal.
Okay. Leveln können wir nicht. Ne, fehlt uns leider ein bisschen was noch zu. Ihr Lieben, das war schön, hat Spaß gemacht. War eine gute Folge. Wir haben zwei Bosse gelegt. Wenn man bedenkt, dass ich eigentlich gar nicht mehr zocken wollte, weil ich schon über 4 Stunden gestreamt hatte, lief das dann doch erstaunlich gut. Vielen Dank fürs Zusehen und für die Unterstützung. Das war ein schöner Stream. Das nächste Mal gucken wir, wie es da weitergeht.